Hier haben die Gelehrten zwei Meinungen. Manche sagen, wenn du zum Gebet kommst, zum Asr-Gebet kommst und du hast Dhuhr noch nicht gebetet, dann bete al-Jama'a, also in der Gruppe, in der Gemeinde, und du betest mit ihnen Asr. Wenn du aber fertig bist, dann holst du das Dhuhr-Gebet nach, und damit die Reihenfolge der Gebete bewahrt bleibt, bete nochmal Asr-Gebet. Und dann gibt es eine Gruppe der Gelehrten, die sagen, wenn du zur Moschee kommst zum Asr-Gebet und du betest mit der Gemeinde Asr-Gebet und du hast Dhuhr noch offen, dann bete die Jama'a mit Asr-Gebet, weil sie Asr beten. Und dann, danach hol nur das verpasste Gebet nach. Und diese Gruppe, deren Meinung finde ich am stärksten. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns sagt, man nama an salatin au nasiyaha falyaqdiha haythu dhakaraha. Hadith ist bei Muslim. Derjenige, der ein Gebet verschlafen hat oder vergessen hat, manchmal vergisst du, dass du nicht gebetet hast, dann soll er dieses Gebet nachholen in dem Moment, wo er sich daran erinnert. Der Hadith sagt uns, bete nach und Punkt. Es gibt nicht Reihenfolge und so, das ist alles zusätzliche Dinge für die Schönheit und so, das ist deine Meinung. Ich vertrete nicht diese Meinung. Ich hole nach, was verpasst wurde. Und ich hole das so nach, wie dieses Gebet auch in deren Zeit verrichtet wird. Und es gibt andere Meinungen von Ulama, die finde ich auch nicht so stark. Die sagt, du kommst zum Asr-Gebet und die Gemeinde beten. Du hast aber Dhuhr noch offen. Was machst du? Die sagen, weil du ja Dhuhr offen hast, bete mit der Gemeinde, aber nicht mit der Absicht von Asr. Und was soll ich machen? Mach die Absicht von Dhuhr. Das heißt, du betest mit ihnen 4 Raka'a, sie beten alle Asr und du betest Dhuhr. Und danach bete dein Asr. Alleine. Ich finde diese Meinung, tut mir leid, ich akzeptiere diese Meinung aus zwei Gründen nicht. Grund Nummer 1, ich habe mein Dhuhr-Gebet mit der Gemeinde gebetet, die ja Asr betet. Ich habe mit ihnen mein verpasstes Dhuhr-Gebet gebetet, obwohl sie Asr beten. Und dann habe ich Dhuhr verpasst und Asr, was ich ja danach alleine bete, habe ich auch verpasst. Für mich, diese Gruppe der Gelehrten geben die Meinung, dass sie dir alles verpassen lassen. Dhuhr, was du verpasst hast, betest du mit ihnen in Asr. Und dann ist die Jama'a beendet und dann sagen sie dir, jetzt bete Asr-Gebet alleine. Und dann habe ich 2 Gebete, die ich... Einer ist verpasstes Gebet und ein anderes Gebet ist allein verrichtetes Gebet. Das ist unschön. Zweitens, sie haben gar keine Grundlage bzw. kein Hadith, dass sie so eine Fatwa geben. Außer, dass sie sagen, ja, die Reihenfolge muss betrachtet werden. Gut, ich bete mein Asr, weil die Asr-Zeit da ist und ich trenne mich nicht seelisch, spirituell von der Gemeinde. Ich bete mit der Absicht des Imams und mit der Absicht aller meinen Geschwistern und ich bete mit ihnen Asr. Und das, was ich nachholen musste, hole ich nach. Weder Reihenfolge ist notwendig, obwohl das die malikitische Meinung mit der Reihenfolge, obwohl ich Maliki bin, hier möchte ich nicht Fanatiker sein. Ich finde diese Meinung nicht unbedingt. Es ist ja eine Fatwa. Und das ist, man findet das schön wegen der Reihenfolge. Mir reicht das nicht mit der Reihenfolge. Mir reicht das nicht. Etwas verpasst, ich hole es nach. Warum? Der Prophet hat gesagt, wenn du etwas verpasst hast, verschlafen hast oder vergessen hast, dann verrichte das in der Zeit, wo du dich daran erinnert hast. Habe ich gemacht. Puh. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Stiftung Islam in Deutschland. Das Zuhause für alle Nationalitäten. Denn die Menschen sind unsere Familie. Ein Wir wird Wirklichkeit. Werde auch du Teil davon.